Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 27. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern. Ich erkenne aber die richtigen Augenblicke im Leben, im richtigen Ort zu sein. Ich erkenne auch die Hindernisse und habe ich eine Lösung auf diesen Problemen, Blockaden auflösen. Wo befindet sich gerade diese Liebesenergie? Das ist im Tierkreiszeichen Widder und wirkt besonders für die Wiedergeborenen, die Ende März geboren sind. Diese Liebesenergie wirkt auch bei Löwengeborenen und auch bei Schützengeborenen. Ein Einfluss kommt auch von Liebesplanet Venus, weil Venus verbindet sich mit dieser Liebesenergie. Die beiden Tierkreiszeichen, die das verbindet, ist die Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Löwe. Und dieses Liebesglück haben nicht nur die Löwengeborenen und Widdergeborenen, sondern auch bei Schützengeborenen ist es wirksam. Wo sollen wir achten? Worauf sollen wir achten mit diesem Energie? Im Vertrauen bleiben. Die Liebe kommt. Bei vielen kehrt jemand von Vergangenheit zurück. Eine Nachricht ist schon unterwegs. Wichtiges Thema ist bei Liebe, Partnerschaft, Sicherheit, Stabilität, Klarheit und Ordnung. Es ist vielleicht nicht heute richtig spürbar, aber es nähert sich. Wichtig ist abwarten, jetzt nicht die Liebe suchen, auch nicht die Kontakte, sondern geduldig warten. Weil die Energie zeigt mir an, die Nachricht, die Begegnung oder eine Versöhnung, das kommt auf uns zu. Und es trifft die Wiedergeborenen, es trifft die Löwengeborenen und trifft die Schützengeborenen, besonders die, die in den ersten Dekaden geboren sind. Wichtig ist jetzt im Vertrauen bleiben und geduldig sein. Wenn jemand wissen möchte, welche sind die günstigen Tage im Liebepartnerschaft, was ist zum Erwarten, wo sind die Blockade, wie löst man diese Blockade oder was sollte man bewegen in diese Richtung oder wie heute gar nichts bewegen, sondern eher abwarten. All das kann ich genau beschreiben. Und meine Aussagen basieren auf wissenschaftliche Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.